So, willkommen zurück bei Siedler 1. Mission 11. Ha, das hört sich doch gut an. Ha, wir haben nur noch 19 Missionen vor uns. Das ist doch klasse, ja, das ist doch geil. Hey, das Spiel spielt man ja gern. Wenn nicht so, dass ich es nicht gern spielen würde. Und wir bewegen uns, wie gesagt, auf die 200. Folge zu. Immer näher, immer näher, immer näher. Mit jeder Folge kommen wir immer näher. Immer näher. So, ich will noch ein bisschen Terror machen. Hier mit 3 ran. Und gehen wir hier nochmal mit 3. Ich will mich ein bisschen blamieren vor den Siedlerprofis, wo jetzt alles angucken und sagen, oh mein Gott, du Scheißer. Du kannst nicht angreifen mit so paar niedrige Punkte an... ja, Mut oder wie man es auch immer nennt. Ich sag immer, ja, eigentlich, ja, Mut halt. Ich bin heute ein bisschen verballert. Ich weiß auch nicht, was los ist. So, und da kommt ein Leutnant. Und ich weiß schon, was drin ist. Bestimmt ist hier ein Unteroffizier oder sowas drin. Was heißt, ich weiß schon, ich weiß nicht, aber ich vermute es mal. Hier ist ja der, was war das nochmal? War das hier der Leutnant? Oder was war das? Ach, keine Ahnung. Spielt jetzt auch keine Rolle. Macht ja nichts. Wir klopfen den jetzt weg. Und die hier auch. Ach, du, ach ich komme mit 3 Leutnant hier ran. Ah, da muss ja klappen, ne? Und was ist hier? Ach, das war der Leutnant, genau. So, das bedeutet Krieg. So. Jetzt hauen wir den mal weg und zeigen denen, was eine richtige Hake ist. Genauso wie hier, wenn wir mal angreifen dürfen. Ich weiß, das ist jetzt meins. Da haben wir mal wieder einen Sieg errungen. Der Berg gehört schon fast mir. So. Bauen wir hier entlang. Wir hätten jetzt auch durch die Wüste bauen können. Direkten Weg. Können wir ja immer noch machen. Können wir natürlich immer noch machen. Das ist jetzt hier kein Hindernis, dass wir hier nicht durch dürfen oder so. So, kriegen sie jetzt doch die Backen voll oder was ist jetzt los? Also genau, Moral sage ich immer. Das ist die Moral. Jetzt habe ich es. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Moral, Mut, ach, das spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall werden jetzt die Profis sagen, kannst du mich angreifen hier? Ich sag, doch, kann ich, siehst du ja. Und kriegen hier die Fresse voll. Und zack, gehört auch mir. Jetzt ist es nicht mehr viel. Ich muss nur noch hier das hier wegklatschen. Dann gehört mir das Stückchen Land. Das werden wir natürlich auch gleich mal versuchen. Zusammen. Halt, falsch. Falsch, 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 falsch. Und da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Eieieiei. Aber eins kann ich euch sagen. Ich habe mit dem Projekt ziemlich viel angefangen, Siedler. Und das war ja so ziemlich am Anfang meiner Let's Play, nenne ich jetzt mal Pseudo-Karriere. Ja, tut's nicht. Es ist wirklich nicht einfach, ein Let's Play von Siedler zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich ja immer ehrlich sag. Es ist schwierig. Also macht lieber was anderes, was Kleines, was ihr auch was anfangen wollt. Minecraft oder irgendwas, das wohl halt schon tausendfach überschwemmt ist bei YouTube. Was auch ein bekannter großer YouTuber macht, finde ich auch klasse. Gefällt mir eigentlich auch Minecraft. Aber daher, dass sie schon so viel machen, werde ich es nicht machen. Ich habe zwar jedes Mal gekauft, habe auch einen eigenen Server am Laufen. Die IP werde ich jetzt nicht nennen. Nachher stürmt ihr noch den Server und... Nein, Spaß. Ne, das ist ein Private-Server, den habe ich hier zu Hause laufen. Auf meinem Nash-Server. Und ja, der läuft halt auch ein paar Stunden, 24 Stunden eigentlich. Läuft der immer. Das ist meine Freundin. Ich spiele das ziemlich gern, wenn sie mal nicht WoW zockt. Dass sie ein bisschen spielen kann. So, was machen wir jetzt hier? Klappt das oder? Wir sind hier natürlich auch ziemlich nah an der Burg. Da oben wird jetzt ein bisschen abgeschnitten. Aber das hängt da sowieso zusammen. Mit dir. So, da kriege ich schon einen an die Fresse. Wo bleibt denn der andere Fisch? Ich hab doch 3 geschossen. Oh, ist er schon tot? Kann natürlich sein, dass der gar nicht mehr lebt, ne? Das gibt es natürlich auch. Haben wir denn noch ein bisschen was?
Genau. Wir haben einen Leutnant, wir haben Unteroffiziere. Was haben wir hier noch drin stecken? Haben wir auch noch ein bisschen was? Ja, das sieht da herrlich aus. Na, das ist ja klasse, was wir hier alles haben. Waffen ohne Ende und so. Das ist echt klasse. Da haben wir auch noch viele Waffen. Jesus Gott. Was? Wo? Wie? Wer? Wie macht er mir hier Land? Streitig. Moment. Woher hat der Soldaten? Der hat doch. Der wird doch nicht etwa. Der wird doch nicht. Der hat irgendwo. Wieso baut der Kohle, der Trottel? Der hat wieder irgendwo was stehen, ne? Wo hat der wieder. Zieht euch das mal rein, wie das sich ausbreitet. Der hat gar nichts, aber er baut. Er baut tatsächlich Außenposten. Der hat irgendwelche Komplexe, weil er nicht weiß, was passiert hier. Weil ich ihn gerade hier total überrenne. Da haben wir noch ein bisschen Korn eingenommen. Ja, meine chaotische Bauweise von den Wegen. Da werdet ihr wahrscheinlich auch kritisieren und sagen, der ist doch nicht mehr ganz dicht. Der baut hier, ob steil oder nicht steil. Bis jetzt hat es mir nichts ausgemacht, außer mal ein bisschen Verstopfung, da baut man halt noch einen Weg dazu. Man probiert es halt. So. Jetzt darf ich mich hier dafür austoben. Und dürfte ein paar Goldminen bauen. Wenn ich darf. Darf ich? Nein, darf ich nicht, weil die zu blöd sind hier. Mal ein bisschen inne zu machen, dass mal der andere Scheiß fertig wird. So, ein bisschen du fertig. Ach, da kommt jetzt schon einer. Also es ist auch erst gerade eben fertig geworden. So, da bringen sie ganz, ganz viel Gold. Für unsere neuen Gebäude, die wir eingenommen haben. Moral, Mut, wie auch immer, 56%. In der Gesamtsumme militärische Stärke habe ich ihn gedrückt. Und wie? Boah, jetzt bin ich überall wahrscheinlich der King so langsam. Auch was Land angeht, ja. Er verliert ziemlich viel, ziemlich schnell. Das sind noch die ganzen Siege. Oh, einer zumindest. Ja, da könnte ich doch eigentlich hier nochmal ein bisschen Kohle fördern. Könnte es auch gleich hier irgendwo. Kohle und Gold fördern. Könnte es auch gleich hier, wenn ich irgendwo Platz hätte, einschmelzen. Habe aber keinen Platz. Na prima. Kann kein großes Gebäude bauen. Warum? Weil alles ein beschissener Mount Everest ist. Eieiei, das gibt's ja nicht. Ich kann hier nicht. Dann müsste ich nochmal so ein Popelgebäude von ihm abreißen, oder wie? Ach nö. Ich kann sie nicht mal einschmelzen hier. Nee. Doch hier, hier. Ah, dann können sie es doch hier herschleifen. Können sie es hier herschleifen? Können sie hier einschmelzen? Ja, ist doch auch okay. Dann brauchen wir hier eine Schmelze hin. Ja. Brauchen sie es nicht über den ganzen Berg wieder tragen. Dann bauen wir einmal hier eine Gold, da eine Gold und da. Nee, geht nicht. Wieso nicht? Wieso zum Henker? Dann bauen wir halt hier Kohle ab. Spielt ja auch jetzt keine Rolle. Können wir ja trotzdem hier über den Berg schleifen, den Scheiß. Dass es dort drüber bringen. Halt. So, zur Strafe durfte über den Berg latschen. Ihr Penner. Nein, Spaß. Ja. Meine Siedler sind natürlich keine Penner. Ja. So. Ja. Ja. Jep, jep, macht's. Ja. Ja. Okay. Naja. Der Weg ist jetzt nicht der schönste, aber es kommt Gold. Denke ich mal. Und dann wird sie gleich eingebrutzelt. Voll übertrieben, was ich hier baue. War jetzt eigentlich total unnötig, aber man soll ja die Leute beschäftigen, ne? Sonst könnte es denn noch langweilig werden. Und ach nee, sie schaffen es hier mal. Wow. Das Ding steht hier auch schon Ewigkeiten ohne Holz. Und der kriegt nichts zu fressen, ne? Könnte ich das vielleicht hier irgendwie machen, dass der von hier Essen kriegt? Ich müsste hier einen Durchbruch machen, ne?
okay, ist eigentlich gar kein Problem. Ich mache einfach das hier weg. Und das hier weg. Dann haben wir einen Durchbruch. Und es gehört uns hier. Ja. Ganz einfach gelöst, das Problem. Was glaubt ihr, wie das denn jetzt gerade ankotzt hier? Wie sieht es auf der Karte aus? Wem gehört was? Ui, das ist der Durchbruch zu mir. Ah. Schee. Da kommen die auch an Fressen ran hier. Oh, die tun mir ja schon irgendwie leid, ne? Oh, jetzt zeigen wir denen mal, wo ein Haken hängt. Ah, das erste gehört schon uns. Könnte ja gleich mal alle rein hier. Und ich hoffe, ihr werdet auch gleich mit Gold versorgt. Ah, das ist ein Wegebauen, also. Das ist ja mal wirklich eine Katastrophe. Ja, eigentlich hätte ich dann auch gleich hier zu Schmelzerei das Zeug geben können, ne? Hätte jetzt auch keinen Unterschied mehr gemacht. Ja, Leute, packt ihr das jetzt hier noch, den Obergefreiten hier auf eins auf die Nase zu hauen? Oder... Ah, seht mal, was ich machen kann. Ich kann das Goldding hier wieder abreißen. Weil ich darf jetzt dort bauen. Ich darf. Ich will. Ja, ich will. Wo ist jetzt hier Gold? Da. Da ist Gold. Gold, Gold. So, schön. Dann dürfen wir es auch gleich mal hier verbinden. Miteinander. Schön. Und dich auch. Ne? Wenn dann alle. Wenn dann müssen alle dran glauben, werden verbunden. Ah. Und zack und zack und. Heieiei. Da natürlich auch nochmal. So. Ha! Soll mal einer sagen, ich kann nicht bauen und nicht kämpfen, ne? Soll nur mal einer behaupten. Du dit macht's. Was geht? Sieg? Jawohl. Hammer? Jawohl, Hammer auch. Und? Was? Wieder. Der meint's aber ernst, ne? Oh, das hat mir natürlich richtig Land weggemacht hier. Oh, das hat mich Land gekostet. Heieieiei. Den roten soll man noch ein bisschen im Auge behalten. Hier am Berg. Bis jetzt baut da kein Metall ab. Ich glaube, der traut sich's gar nicht. Der hat Schiss, dass ich mir irgendwie auf die Pelle rücken könnte. Und wenn das tut, er sieht's beim anderen. Dass ich den schon hier so ein bisschen erdrücken will. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich das schaffe hier. Ein klares Ziel zu bekommen. Und zwar bedeutet das Holz mein klares Ziel. Mein Gott, ist das Gefühl schön, wenn man für keinen irgendwie eine Konkurrenz darstellt. Eieiei. Das ist ja wirklich klasse. Marmor ein bisschen Verbindung. Schaffen wir eine Verbindung. So. Gut. Wie sieht's aus? Oh. Viele Soldaten. Ganz viele Soldaten. Ui, jetzt hör auf. Lagert ihr Gold ein? Nein. Junge, Junge, bring's doch lieber gleich hier an die Plätze. Ja gut, das ist ja neu. Kommen da auch mal noch ein paar Soldaten angewatschelt, oder? Hm. Ich glaube, du kannst noch ein bisschen warten, bis du hier bauen darfst.
Ach, da kommen ja schon welche. Und da bringen sie auch schon die ersten Goldklumpen. Oh, das geht aber ziemlich schnell, das mit dem Gold, also Respekt. Oh, da haben sie schon ganz schön verteilt hier alles. Die haben alle schon. Da fehlt noch, kriegen wir aber noch. Oh, sorry. Und wann kommt es? Ah! Da! Ja, es bringt. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich anfangen soll, eine Burg zu bauen, aber das bringt ja nichts. Solange ich hier. Sag mal, fördert der so gut. 19%. Solange ich kein Holz bekomme, bringt's mir ja nichts. Was? Heieiei, wo hatten da jetzt die Soldaten her? Der wollte nicht Waffen bauen hier irgendwo? Ich glaube, das habe ich dem ja schon zerstört, sein seine Schmiede hier. Na? Gut. Ah, die Holzverhütten stehen bald alle. Dann fehlt noch die Sägerei. Dass ich das noch erleben darf. Aber leider nicht mehr in diesem Part. Wir sehen uns gleich im nächsten. Bleibt dran.